Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu unserem nächsten Karrieregespräch kommen sind. Die, die da noch herumspazieren, sind herzlich eingeladen, sich zu uns zu setzen und uns ein bisschen zuzuhören. Ich darf begrüßen bei uns die Frau Ursula Randolph. Sie ist Bereichsleiterin Personalmanagement bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, BTV, in Innsbruck. Ich möchte gern damit starten, dass uns die Frau Randolph vielleicht ein bisschen erzählt, was ihr Unternehmen macht, was ihr Unternehmen an Mitarbeitern auch sucht und beschäftigt und welche Karrierechancen das Unternehmen bietet. Danke mal für die Einladung, dass ich bei Ihnen auf der Bühne sein darf. In kurzen Worten zur BTV. Wir sind Finanzdienstleistungsunternehmen mit den beiden Schwerpunkten Firmenkundengeschäft und vermögende Privatkunden und kombinieren sozusagen die beiden Erfolgsfaktoren und machen dieses Geschäft in den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigen knapp 800 Mitarbeiter. An interessanten Aufgaben ist natürlich der Vertrieb bei uns ein sehr wesentliches Standbein, kombiniert dann mit Aufgaben in der Zentrale in Innsbruck. Die Zentrale arbeitet für diese drei Länder und das Aufgabenspektrum reicht vom, sag mal, klassischen Banker, Finanzexperten bis hin zum Marketing-Spezialisten. Sie selber sind Magister und ich möchte jetzt gerne auf Sie kommen. Hören Sie mich? Jawohl. Was haben Sie studiert? Wie war so Ihre Studienkarriere sozusagen und haben Sie damals, wie Sie studiert haben, schon ein klares Ziel gehabt, in welchem Bereich Sie später arbeiten wollen? Wie war das? Das ist so gelaufen, also erstens einmal, ich bin aus Niederösterreich und habe an der WU studiert, Handelswissenschaften, wollte zuerst eigentlich den Schwerpunkt Tourismusmanagement wählen. Das war mir dann aber in Wahrheit zu mathematisch, das ist nämlich überhaupt nicht meine Stärke. Und habe mich dann entschieden, in Richtung Personalmanagement mich zu spezialisieren und habe auch recht schnell erkannt, dass das ein sehr breites Feld ist und dass dieses Aufgabengebiet in jedem Unternehmen braucht. Und das war so ein bisschen die Basis, die ich mir gelegt habe und bin dann recht spontan nach Tirol ausgewandert und habe einfach den Einstieg im Personal gesucht. Habe aber schon erkannt, dass dieser Direkteinstieg nicht so leicht möglich ist und bin dann in Wahrheit bei der BTV im Kundengeschäft eingestiegen. Haben Sie sich dort auf ein Inserat beworben oder Initiativ beworben? Können Sie sich da noch erinnern, wie das Bewerbungsgespräch war oder der Bewerbungsprozess war? Können Sie uns ein bisschen was erzählen? Ja, ich habe mich nicht auf ein Inserat beworben, sondern die BTV wurde mir empfohlen von einem Bekannten aus Wien. Und ich habe dort einfach angerufen, mich vorgestellt und habe dann sehr schnell ein Gespräch geführt. Und ich kann mich noch erinnern, das Gespräch hat sehr, sehr lange gedauert. Das war nämlich gleich in der Kombination Gespräch-Personalbereich und dann sofort das Gespräch mit der direkten Führungskraft. Und ich bin mit einer Zusage ausgegangen. Also der Prozess war wahnsinnig schnell, ja. Wenn Sie jetzt zurückschauen, sage ich mal, auf Ihren Karrierebeginn, was würden Sie im Rückblick sagen, habe ich richtig gemacht? Was würde ich aus der Sicht des heutigen Wissens anders machen? Ich würde nichts anders machen, weil ich glaube, dass es einen zeitlich gut gestalteten Weg braucht, indem man sich ja die Zeit nimmt, viele Dinge zu lernen. Auch Demut ein bisschen zu zeigen vor denen, die schon lange in Unternehmen sind und Unternehmen mitgestaltet und erfolgreich gemacht haben. Und was mir einfach nicht gefällt, ist einfach dieser schnelle Drang, in Führung zu gehen, weil Führung in Wahrheit ein sehr intensiver Knochenjob ist, den man nicht einfach nach einem Jahr machen kann. Wenn Sie heute jetzt da auf der Messe als Aussteller potenzielle Bewerber oder potenzielle Mitarbeiter kennenlernen, was empfehlen Sie denen, sollen sie während ihres Studiums vielleicht zusätzlich machen? Welche Kompetenzen sollen sie erwerben, betonen, ausbauen, was empfehlen Sie denen? Also Patentrezept gibt es da keines. Man sollte sich die Ausbildungsbausteine oder Kompetenzen so wählen, dass man sie damit wohlfühlt. Also ich sage, so ein Standard-Lebenslauf, der mich dann glücklich macht, den gibt es nicht. Also ich sollte mir
genau überlegen, was passt zu mir, was will ich erreichen, was brauche ich dafür, und nicht so komplett alles drüber schütten ohne einen klaren Fokus. Wenn Sie selber sich beobachten bei der Auswahl von Mitarbeitern, auf was achten Sie, zum Beispiel auch beim Lebenslauf oder in einem Gespräch? Also die Unterlage sollte schon gut aufbereitet sein. Also bitte ein bisschen an den Leser denken, der Sie damit beschäftigt. Und es sollte eben auch dieser Fokus erkennbar sein. Im Gespräch selber ist mir sehr wichtig, dass der Bewerber gut vorbereitet ist. Es kommt leider sehr oft vor, dass Kandidaten da sitzen habe, die sie mit dem Unternehmen überhaupt nicht beschäftigt haben. Und ich versuche einfach abzugleichen, für welche Werte, welchen Anspruch hat das Unternehmen, und finde ich diese Werte beim Bewerber wieder. Sprich, wie gut passen wir auch kulturell zusammen. Weil wenn die Basis nicht passt, dann ist der weitere Weg einfach sehr schwierig. Alles andere kann man lernen, aber die Wertehaltung, die ist einfach geprägt. Darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und Ihnen ans Herz legen, wenn Sie mehr wissen wollen von Möglichkeiten in der BTV, dann bitte beim Stand vorbeischauen. Die Frau Magister Randolph ist sicher dort auch und wird Sie gerne begleiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag und bedanke mich ganz herzlich. Danke, Frau Schneider.